Okay, Leute, ja, wir sind wieder hier bei Let's Play Silent Hill Origins und sind das letzte Mal hier im Theater stehen geblieben und haben dieses komische Birnen-Watt-Rätsel oder was auch immer gehabt. Und eigentlich ist es wirklich nicht schwer, ich zeig's euch nochmal. Notizen: Wir haben bla 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 bla. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Hier ist es. So, das war's. Doch, hier, das war's. B muss die halbe Wattlastung von D haben. A plus B dürfen nicht größer sein als C. Die Wattlastung von D darf A nicht übersteigen. So, wir sehen, dass A und B größer als C sein. Deswegen ist die Vermutung nahe, dass C das größte ist. D wird höchstwahrscheinlich dann auch das kleinste sein. Also, es ist relativ sicher. Denn D muss kleiner als A sein und muss die halbe Wattlastung von B haben. B und A müssen größer sein, müssen kleiner sein als C. Dementsprechend ist D auch kleiner als C. Deswegen ist es das kleinste. So. Dann. Passt. Also es ist relativ einfach. Dann ist C ist 750, dann müsste C das kleinste 150 sein, 125. B ist dann, soweit ich weiß, 250 und A ist 500. So, jetzt haben wir, was haben wir denn alles letzte Mal gemacht? Ich muss gerade kurz gucken. Hier kommen wir nicht mehr weiter. Oben haben wir auch alles angeschaut. Hier haben wir auch, oh, kommen wir da hin? Nein, da kommen wir nicht hin, okay. Haben wir auch alles angeschaut. So, das heißt, wir müssen jetzt eigentlich. Ja, genau, hier im zweiten Stock. Da haben wir da auch alles angeschaut. Ah, das habe ich nicht ausprobiert. Wisst ihr was, Leute? Da schaue ich nochmal hin. So, wo schaust du eigentlich gerade hin? Nirgends. Schön. Okay. Dann gehen wir mal woanders hin. Ich schaue da jetzt nochmal hoch. Denn ich möchte die zwei, drei Türen oder so, die mir hier noch fehlen, auch noch fertig machen. So, hier runter, genau. Ein wunderschönes Theater. Dort will ich auch meine Vorstellungen genießen können. So, ja, genau, das war richtig. Wo geht's hier hoch? Hallo? Wo geht's hier hoch? Oh, da bin ich ja gekommen. Da muss es rein sein, oder? Sehr schön. Ja, da geht's hoch. Ah, hier. Okay, jetzt. Habe ich da jetzt. Ich hoffe, ich habe kein Monster ausgelassen. Nicht, dass mich das plötzlich eins von hinten anspringt. Ah! Okay. So, entweder hier links. Blockiert. Oder? Andere Seite verschlossen. Okay, wenigstens etwas. Das heißt, wir haben hier in der Lichtwelt auch alles gemacht. Jetzt geht's dann hier in die Schattenwelt. Da haben wir nämlich das Mondtotem, oder ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Haben wir auch gefunden. Dementsprechend können wir dann wahrscheinlich auch durch diese Tür. So, jetzt gehen wir aber mal ganz kurz in die Schattenwelt. Dürfte ja alles nicht so lange dauern. Das Theater ist ja nicht groß. So. Mal schauen, ob ich in dieser Folge schon damit fertig werde. Also. Gut, es sind jetzt nur noch. Ja. Oh ja, genau. Bist außer Atem. Ist okay, Junge. Es sind jetzt noch knapp 15 Minuten, die ich habe. Aber knapp. Besonders, wie gesagt, dieses Glühbirnenrätsel. Da ist irgendwas. Ach, eine Puppe. Hi. Komm. Ja, wieder Button Smashing. Okay, jetzt habe ich dich. So. Sprich dein letztes Gebet, Puppe. Dum-dum-dum-dum. Ja, ich kann nicht mehr dazu sagen, als ich in den letzten Folgen schon gesagt habe. Es ist absolut nicht schwer, hier zu überleben. So. Gleich mal auf den Arm treten. Dann ist es weg. So. Das Portal war hier. Und na dann, wechseln wir die Welten. Ah, gleich viel angenehmer. Ne? Fühlt man sich doch heimisch. So, jetzt springen mich wahrscheinlich gleich Horden von Monstern an.
Oh mein Gott, meine Vögel haben mich gerade erschrocken, ey. So. Komm her. Egal, ob ich zuschlage oder nicht, die Puppen erwürgen mich jedes Mal am Anfang. So. Ich hoffe, auch diesmal ist die Musik ein bisschen lauter. Ich hoffe, nicht zu laut. Aber die Silence-Folgen sind jetzt da. Ich nenne sie mal Silence-Folgen. Sind jetzt Gott sei Dank auch mal vorbei wieder. Ja, der neue Grabber macht doch etwas mehr Probleme als gedacht. Aber dafür nimmt er gut auf. Genau. Ich muss hoch. So, da kommt wahrscheinlich gleich die nächste Puppe. Nee, oh Gott, so eins. Ganz kurz zurück. Waffe wechseln. Ja, ist okay. Wow, mir bläst gerade die Ohren weg. So, ja, die nehmen wir her dafür. Ist die geladen? Schauen wir mal ganz kurz, ob die geladen ist. Vorrat, Nahkampf, Feuerwaffen hier. Ja, ist geladen. Okay, passt. Perfekt, das reicht dann für den hier. Bam. Bam. Schnell hin und drauftreten. Warum auch immer noch bei so einem Viech drauftreten muss. Aber. So, nachladen. Perfekt. Fäuste, genau. Falls wieder Puppen kommen, bin ich gewappnet. So, jetzt könnten aber mal aufhören, diese ganzen nervigen. Oh. Eine Puppe am Boden. Geil. Ich glaube, das ist die erste Puppe, die mir Schaden macht. So, einmal. Nochmal. Und einfach draufhauen. Zack. 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 In die Ecke gedrängt. Und. Er wollte sich nochmal zur Seite drehen. Och, wie süß. So, können jetzt mal bitte aufhören, überall Monster zu spawnen? Das kann doch nicht sein. Ja, wenn es Puppen wenigstens an den Decken wären. Aber nee. So einfach wollen sie es mir nicht machen. Oh Gott. Drei davon. Ich brauche eine Waffe. Ich muss hier weg. Erstmal weg. Oh, erstmal weg hier. So, eine Waffe. Was? Zum. Kurz mal schnell durchgehen. WTF. Okay, drei davon sind echt mies. Hab ich irgendwie. Ja, ich benutze hier das Erste-Hilfe-Kit. Dann bin ich endlich mal voll. Wie viel? Armeepistole, Jagdgewehr. Wie viel habe ich denn davon noch? Oh, nicht mehr viele. Dann gehe ich jetzt auf die Schützenpistole. Na, kommt. Jetzt bin ich gewappnet für euch. So, drauftreten. Jawohl, sehr schön. Weglaufen. Und nachladen. Oh, trotzdem trifft er sich. Hallo? Geh doch mal einen Schritt zurück. Ich drücke in die andere Richtung. Nein! Wieso schießt du da nochmal drauf? Du könntest doch drauf treten. Travis. So, Oh, geil. Ich Diese Folge ist so für den Eimer. So. Mondtotem. Hey. Ich habe das Mondtotem eingesetzt. Hey, und die Tür geht auf. Na, ist das nicht toll. Okay, wo komme ich jetzt hin? Backstage. Oh Gott. Was ist das für ein Monster? Ach, der. Oh, dafür brauche ich den fast. Bam. Okay. Der ist weg. Perfekt. Ich fühle mich gut. So, jetzt schauen wir mal. Kann ich hier irgendwo rein? Blockiert, okay. Da kann ich nicht rein. Was ist hier?
Blockiert, okay. Na klar. Wetten, da sind auch Monster. Natürlich sind da Monster. Erstmal zurückgehen. Ich weiß nicht, was das war. Ich gehe mal zur Schützenpistole und lade die mal nach. Nachladen. Oh Mann. Wow, okay, das ist eine normale Puppe. Das ist gut. Und jetzt, hau zu. Okay, perfekt. Ja, ich will jetzt hier keine Munition für die verschwenden. Die an der Decke sind einfach. Die sind wirklich extremely einfach. So, und zerstöre sie. Okay, Costume Storage. Okay, schauen wir uns einfach mal die Räume an. Natürlich geht's da rein. Warum auch nicht? Ist hier überhaupt irgendwas drin? Ach komm, also irgendwas muss doch hier drin sein, oder? Aha. Ein Spiegel. Okay. Verstehe schon, was ich hier machen muss. Aber sonst nichts. Mann. Okay. Gut. Schade. Wo bin ich jetzt hergekommen? In die Richtung muss ich. Und da ist wieder irgendwas. Ah, wieder eine Puppe. Hallo. Komm her. Oh, cool. Diesmal hat er mich gar nicht erwischt. Haha. 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 Tja, diesmal habe ich das Timing rausgehabt. So, fällst du runter. Jetzt müsstest du fallen. Genau, passt. Und jetzt müsstest du sterben. So, ist hier noch irgendwas? Nein. Gut, was ist das? Da war doch was. Oh, das Jagdgewehr. Ich habe das Jagdgewehr gefunden. Schön. Das Theater wird mir immer sympathischer. Zwei neue Waffen in dem Ding. Wahrscheinlich gar nicht mal schlechte. Aber die werde ich mir trotzdem noch aufheben, denn solange die Schrotflinte und meine Schützenpistole noch Munition hat. Was ist denn das hier? Du bist jetzt also nichts mehr, oder? Okay, du warst nur das Jagdgewehrhalter. Scheint zu klemmen. Ich kann hier gar nichts machen noch. Oh, super. Okay. Dann muss ich jetzt in die Lichtwelt zurück. Cool. Ne? Okay, wechseln wir. Zwei neue tolle Waffen gefunden. Schön, 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 schön. Was ist denn hier? Kostüme, nicht mein Stil. Da ist doch irgendwas dazwischen, oder? Das sieht doch irgendwie seltsam aus. Ey, die Kostüme sehen echt seltsam aus. Eine Katana. Und ja, ich habe gelernt, dass man Katana ausspricht. Wer Katana sagt oder was auch immer, soll das machen. Ich sag Katana. Frag mich nicht, was richtig ist. Ist mir auch vollkommen wurscht eigentlich. So, was haben wir hier? Seit der Sache mit Tony habe ich dir immer häufiger von ihm, geträumt. Der Schlachter. Er sieht genauso aus wie das Monster, der Henker. Jetzt habe ich sogar im wachen Zustand gesehen. Er ist in meinem Motel. Er ist es. Das schwöre ich. Wow! Oh mein Gott. Oh Gott. Halleluja. Oh Gott. Was ist hier gerade passiert? Oh Gott. Habe ich gesagt, das Theater ist nicht gruselig? Nein. Ich nehme alles zurück. Dieses Theater ist die Hölle. Oh Gott. Ich will da nicht raus. Ganz ehrlich. Ich will da echt nicht raus. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Puppen auf dem Boden. Nicht gut. Aber nicht getroffen worden. Sein ist gut. Die Kamera ist scheiße, aber egal. Komm, ich hab dich.
Der Schlachter wird wahrscheinlich auch in den Kommentaren schon gelesen, The Butcher sein, dieser komische Metzger. Ja, ich weiß, es gibt hier kein Pyramid Head. Okay, hier nehme ich die Armee-Pistole. Ja, ich möchte ehrlich gesagt echt wirklich die Heilung vermeiden. Zack, zack, zack. So, drauftreten. Nein, drauftreten. Oder auch nicht. Okay. Ja, hier gibt es kein Pyramid Head. Finde ich gut. Muss ich ehrlich sagen. Weil dieses Viech ist immer das, wovor ich am meisten Angst hatte in den Silent Hill-Spielen. Ich ist das zum Speichern. Okay, gut zu wissen. Wie lange haben wir denn? Okay, 5 Minuten haben wir noch ungefähr. Einige Eisengewichte gefunden. Die kann ich bestimmt irgendwie auf ein Monster schmeißen. Okay. Ist hier noch irgendwas anderes? Ein Gesundheitsring. Ui, cool. Den habe ich gar nicht gesehen. So, noch irgendwas? Aber, also, ganz ehrlich, mit den Gesundheitsring sind sie wirklich nett. Spiel, dafür liebe ich dich. So. Da gehe ich dann gleich zurück, wenn ich speichern muss. Jetzt schauen wir nochmal in den Storage. Okay, es scheint zu klemmen. Sonst gibt es hier nichts. Ich speichere jetzt trotzdem mal, ganz kurz. Denn wenn ich speichere, dann habe ich gespeichert. Genau, das ist logisch, ne? So, speichern. Okay, überschreiben. Yay, voll gut. Ja, dann sind jetzt wenigstens diese Schockmomente gespeichert. Und ich muss den ganzen Scheiß nicht nochmal machen. Okay, der Weg bis hier oben war echt übel. Besonders das mit den drei kleinen Puppen. Was ist da? Da liegt doch was, oder? Komm, da liegt was. Okay, oder auch nicht. Gut, dann geht's jetzt hier rein. Ja, es war logisch, dass hier weitergeht. Komm. Och, die schon wieder. So, schauen wir mal, ob zwei davon. Oh mein Gott. Zurück, 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 zurück. Ich nehme es mit der Waffe. Aber welche? Welche Waffe nehme ich dafür? Gucken wir mal ganz kurz. Nur mal so ein Toaster? Komm. Schmeißen wir Toaster auf das Viecher. So. Hallo. Ja, ich weiß. Bam! Und drauftreten. Und weglaufen. Okay, oh, erstmal. Was muss ich drücken? Kreis. Und was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Dreieck. So, und jetzt boxen. Oh Gott, box ihn schneller. So. So, sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, ob der Schaden gemacht hat. Hat der Schaden, also in dem Moment, wo ich doch auf den draufgetreten habe, auf den ersten Zombie, hat der zweite Zombie mich angespuckt. Hat das jetzt Schaden gemacht? Das wäre ganz interessant zu wissen. Wisst ihr das zufällig, ob das Schaden gemacht hat? Ich kann mal schauen, aber ich würde wahrscheinlich nicht mehr wissen, wie viel Leben ich davor hatte. Munition für das Jagdgewehr. Oh, geil, da geht's bestimmt. Okay, Schatz zu klemmen. Okay, hier geht's nicht weiter. Ist hier irgendwas? Okay, nee. Hier geht's weiter. Hier ist dann bestimmt dieses. Ja, okay, hier gehe ich zurück. Und. Ja, wir sind jetzt gleich bei den 20 Minuten. Ich sperre jetzt da vorne noch diese Tür auf. Schau noch, ob noch irgendwas. War das hier schon? Nee, noch nicht. Genau, ich gehe jetzt erstmal hier runter. Sperre diese Tür auf, geh zurück und geh jetzt speichern. Wow, die Musik ist seltsam. Denn da wird es dann auf wahrscheinlich dieses Glühbirnenrätsel auf mich warten. Und ja, das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Haben wir dann doch leider heute noch nicht geschafft. Aber dann dafür morgen. Denke ich. Ich bin mal guter Dinge.
falsche, dass das die falsche Tür ist, natürlich. Ich bin guter Dinge, dass ich das in der nächsten Folge packe, dieses Theater. Wie gesagt, es sei denn natürlich, es gibt irgendwie eine Parallelwelt oder irgendwas anderes, noch ein Keller oder noch ein Dachgeschoss oder was auch immer, was es noch hier auf mich wartet. Aber falls nichts mehr kommt, passt das. Müsste ich das nächste Mal schaffen. Okay, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.